Wir gelangen nun zum vierten Punkt der Tagesordnung, Bericht des Ständigen Unterausschusses in Angelegenheit. Am nächsten Tagesordnungspunkt geht es um eine neue EU-Richtlinie, die es Nationalstaaten erlaubt, den Anbau von genetisch veränderten Organismen einzuschränken oder zu verbieten, auch wenn diese Pflanzen in der Europäischen Union an sich zugelassen sind. Des Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 2001/18/EG betreffend die den Mitgliedstaaten eingeräumte Möglichkeit, den Anbau von genetisch veränderten Organismen auf ihrem Hoheitsgebiet zu beschränken oder zu untersagen. 32809 EU, 25. Gesetzgebungsperiode, 443 der Beilagen. Auf die mündliche Berichterstattung wurde verzichtet.